Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen eine Runde mit unserem Priester. Heute wird's. Ja, müssen wir wieder schauen, dass wir möglichst gut unsere Tierchen buffen und dass wir viele Karten von unserem Gegner klauen. Aber ihr wisst ja schon ein bisschen, ich suche immer noch nach einer Lösung bei dem Deck. Es gefällt mir einfach nicht. Ich mag solche RNG-Sachen überhaupt nicht gerade. Anduin Und gegen gerade gegen, Jaina. ja, jetzt gegen die Ich bin so Magierin wird es gewachsen. natürlich Das sehr Licht wird den interessant. Sieg bringen. Können wir da was anrichten? Die 5er ist gut, können wir im Hintergrund halten. Eine von denen können wir auch behalten. Aber wir möchten jetzt am Anfang auch erstmal eine Chance, irgendwie was zu holen. Gut, schauen wir mal. Also, wir bekommen erste Runde. Na, was spielt sie? Ach, die typische Spiegelbildbegegnung. Die ist so beliebt bei den Magiern, weil man da einfach nichts Schönes dagegen, ja. Man kommt nicht direkt durch. Das ist einfach nur lästig. So, Runde 2 für sie. Ah, und wir bekommen einmal die Heldenfähigkeit. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, coinen wir unseren Akolyten raus. Lass die Schmerzen sprechen. Der macht eigentlich ja nicht viel, aber ist jetzt halt eben trotzdem eine schöne Möglichkeit, wie wir jetzt in der nächsten Runde. Ja, seine Heldenfähigkeit wird sie eh nicht drauf, oder ihre Heldenfähigkeit wird sie eh nicht drauf spielen, da er sonst dreimal Lass die ziehen kann. Schmerzen Spielt auch sprechen. ein und wird sich wahrscheinlich da damit jetzt dann selber entsprechend hochbuffen oder zusätzliche Karten ziehen lassen. Gut, können wir dann aber allerdings in der nächsten Runde, wenn sie das erste Mal jetzt auf ihn gespielt hat, können wir das nutzen. Und wir machen das Ganze. Ja, hätte ich jetzt noch eine zweite, hätte ich das nutzen Das sollte können. ich mir gründlich überlegen. Allerdings, ja, ich glaube dann setze ich ihn auf 5 hoch, genau. Wir bekommen noch eine zusätzliche Karte. Das ist auch schön. Und ein Schaf. Ja, können wir behalten. Damit haben wir zwei gute Herausnehmer jetzt, falls irgendwas Böses kommt. Ja, da kommt Schaf, oder? Ja. Habe ich jetzt vorher eigentlich nicht mehr angegriffen, ich Depp? Ich habe nicht mehr angegriffen. Oh, ich bin noch blöd wie Stückchen. Das gibt's echt nicht. Gut. Wir kopieren uns noch ein bisschen. Ah, sehr schön. Das ist schön. Allerdings. Wo sind unsere schönen Tierchen? Also unsere Diener müssen ja auch mal langsam kommen. Und was spielt er? Er wird jetzt. Mögen meine Nein, er Vorfahren spielt über hier mich einfach. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Oh, eklig. Okay, arg eklig. Arg eklig. Sie wäre direkt verloren, oder? Ja, wir spielen Ist beide. jemand verletzt? Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. So. Und damit wir sie auch schön nutzen können. Lassen wir die anderen einfrieren.
ich hätte noch Sätze den hier hochmachen können. Dann wäre der ja recht praktisch geworden. Ja, aber das können wir nächste Runde machen. Ich frage mich, ob... Ja. Was macht... Okay, gut. Jetzt schon Feuerball auf uns spielen. Okay, sportlich. Erstens, ich setze den Angriff hoch. Dann werde ich sein zerstören. Dann kann ich allerdings kein Schaf mehr spielen. Allerdings würde er sich beim Angriff direkt selber, allerdings in Kombination damit, ist alles nicht so schön. Sofort. Naja, wir schauen erstmal, was wir von der Karte bekommen. Ja, hat einen 5er Angriff drauf. Und ich habe leider nur 3. Schade. Naja. Er wird ihn buffen und seine Heldenfähigkeit spielen. Oh, danke. Ja, jetzt kommt Heldenfähigkeit, zack. Aber der macht ja trotzdem nur 2 Schaden. So. Es könnte ein Gegenzauber sein, es könnte... Ja, gibt's mehrere Möglichkeiten. Es könnte ein Spiegelbild sein. Also ich kann sie spielen, weil, ja... Ist jemand verletzt? Und er löst nichts aus, dann ist es immer noch wahrscheinlich Gegenzauber oder seine Eisbarriere. Es ist kein Gegenzauber. Okay, sehr schön. Und jetzt heilen wir uns noch ein bisschen. Zack. Sehr schön, nächste Runde. Okay. Gut, wir haben einen Tank. Das ist schön. Ein Schäfchen hat er ja schon verspielt. Das heißt, wir spielen... Die Tore sind geöffnet. Aus. Wir wissen ja, hier ist nichts Böses. Oder nichts richtig. Ja. Spielen sofort. Eins drauf. Und heilen uns ein bisschen. So. So. No. Okay, eklig. Praktisch. Schnappen wir uns. Aber dann muss ich nur noch ihn wegkriegen. Aber der steht mir natürlich genau hier im Weg.
Ja, machen wir doch. Oder? So, weiter. Noch ein. Okay. Dann holen wir uns den. Benötigt ihr einen Segen? Zack. Und er hat einen Schaden mehr. Na gut, bringt natürlich überhaupt nichts. Er muss jetzt alle wegnehmen. Ich frage mich, ob... Ah, nochmal ein Schaf. So. Na, dann schnappen wir uns seinen, würde ich sagen. Einmal. Wir bringen ihn zum Schweigen. Und wir heilen ihn hoch. Was wer einmischt. Okay, jetzt wird es langsam echt eklig für mich. Gut, er hat seine beiden Feuerbälle ja schon ausgespielt. Also ich denke, die Runde werden wir gnadenlos verlieren. Da kommt noch ein Geheimnis. Mögen meine Vorfahren über mich machen. Oh, den können wir höchstens. Jawohl. Okay, er geht nicht auf uns. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich nehme ihn raus. So. Wir heilen uns auf 7 hoch.
Und schauen mal. Sieht alles eklig aus. Nein! Nein! Okay. Nur um ihn wegzuhauen, oder was? Das war's. Das war teuer. Scheiß, das war teuer. Aber ich gebe mich auch nicht geschlagen, also hier. Ich frage mich, ob... Er geht auf uns, aber seine Hand hat nichts. Was hat er hier drin liegen? Gott sei Dank, sehr schön. So, einmal. Und jetzt bitte kein Zerstäuben. Na. Okay. Eine 8er Rüstung, damit kann ich leben. Das ist praktisch. Und wir können uns wieder ein bisschen hochheilen. Oh. Was hat er jetzt auf der Hand? Nochmal? Really? Kommt jetzt wirklich nur noch drauf an, wer die besseren Karten hat. Bei uns liegt noch ein Vollstrecker drin, der kam noch nicht. Es liegt noch eine Lichtbrut drin, die kam noch nicht. Unser Feendrachen kam noch nicht. Den könnten wir noch ausspielen. Eine zweite junge Priesterin, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber wir schaffen es gerade wirklich wieder aus der Feuerball-Area. Ich meine, er hat zwar auch keinen Feuerball mehr. Und jetzt kommt Gott... Na, jetzt hätte ich auch den Verdoppler gebraucht. Nein! Nein! Oh, Gott sei Dank. Das wäre jetzt mein Tod gewesen. Oh. So. Und ich glaube, wir haben auch noch eine zweite Gedankenkontrolle. Hätten wir auch noch im Deck. Okay, danke. Er hat den einen gebufft. Und er wird die Lichtbrut wegnehmen. Na, jetzt wissen wir zumindest mal, was wir heilen müssen. Okay. So, jetzt geht bei ihm richtig was weg. Und wir heilen ihn. Das war's. Wieder ein bisschen hoch. Oh. Was hat er? Na, Schrott. Okay. Okay, das könnte noch eine
irgendwas Zweites Blödes sein. Ich warte aber lieber mal ab. Das könnten wir gleich noch brauchen, vielleicht, um bei ihm einen Spot ein bisschen aufzuräumen. Wenn jetzt unser Feendrache wäre, wäre ein Blade 2er, den könnten wir beispielsweise da sein, wenn er wirklich eine Spiegelgestalt oder sowas hat. Aber wir halten uns echt wacker. Da, genau, da kommt er. Wir schauen, ob es Spiegelgestalt ist. Nee, ist es nicht. Und können uns nochmal wieder ein bisschen heilen. Feendrache ist natürlich sehr, sehr praktisch gegen einen Magier, weil er hat außer seinem Zerstäuben, das kam jetzt schon. Ich habe fast keine Karten mehr. Und er liegt bei den Karten ziehen sogar auch noch vorne beim Tod. Okay. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Na, okay. Na, den nehmen wir ihm weg. Außer, kommt noch was? Kommt noch was? Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Nein, das geht nicht. Okay, schauen wir mal, was wir bekommen. Eine junge Priesterin. Das heißt, ihn können wir getrost ignorieren. Weil sie wird wegnehmen. Oder ich spiele beide in Kombination. Sind 7, sind 8. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Und ich glaube, das mache ich. Benötigt ihr einen Segen? So. Nein, im Gegenteil. Na gut, macht ja nichts. Der hat 3 Leben. Ja, scheiße. Damit würde er ihn wegnehmen. So, einmal. Und wir müssen ihn leider opfern. Die 5 Schaden hier sind zu extrem, die reinhauen. Ich habe keine Karten mehr. So, sie hat keine Karten mehr. Wir haben noch 2 gute. Ich hoffe, jetzt kommt's. Aber was hat sie? Noch ein Geheimnis. Ich habe fast keine Karten mehr. Okay, Gedankenkontrolle macht uns nichts. Das war's. Aber sie hat nichts mehr. Deswegen können wir jetzt eigentlich auch mit dem Gevatter Tod spielen. Der Vollstrecker müsste jetzt kommen. Ich habe keine Karten mehr. Okay, ja. Wir spielen ihn aus. Keine Spiegelgestalt. Keine Spiegelgestalt. Doch. Scheiße, Spiegelgestalt. So. Wird er die Karten ausgleichen oder was macht er? Okay. Gut, das war sein Todesurteil. Weil jetzt habe ich ihn. Wir bekommen auch 1 Schaden. Das ist schön. Und haben jetzt noch... Oh, was für ein spannendes Spiel. Haben ihn da damit. Er hat nichts mehr. Er hat rein gar nichts mehr auf der Hand. Also im Prinzip kann er jetzt aufgeben. Aber darauf scheint er jetzt keine Lust zu haben.
Und ich muss hier eigentlich nur eine Runde überleben gegen ihn. Mist. Wie viel Schaden bekomme ich gleich? 3 oder 4? Wenn ich 4 Schaden bekomme? Nein, wir haben verloren, oder? Nein, wir haben verloren. Wegen einem Schaden. Aber wir haben uns für die Schlechtigkeit oder für die Miserabilität des Decks haben wir uns echt ewig gehalten. Das war eine spannende Runde. Ich werde sie hochladen, jetzt dann gleich. Schreibt mir, was ihr anders oder besser gemacht hättet. Wir hätten uns nur ein einziges Mal noch mehr heilen müssen. Nur ein einziges Mal. Beziehungsweise am Anfang, wo ich es einmal da vergessen habe, gleich mit der Priesterin zum Spielen. Das war mein zweiter Fehler. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr dran verbessern würdet, was gut läuft, was schlecht läuft. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir bekommen sogar noch 40 Gold dafür extra. Gut, ging ja auch lang genug. Ich glaube, habe ich jetzt wirklich 40 Zauber innerhalb von einer Runde gemacht? Ich weiß es nicht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.